der Rhein. Die Römer nannten ihn den Vater aller Flüsse. Sein Weg führt von den Alpen bis zur Nordsee. Einmalig unter den großen Strömen Europas. Seit jeher nutzen Menschen ihn als Handelsweg. Heute verbindet er 6 Länder, ist die Lebensader einer riesigen Region. Schon in der Eiszeit lebten Menschen am Rhein. Naturgewalten formten den Strom, der auch selbst gefährlich werden kann. Schon im Altertum war der Fluss hart umkämpft. Zahllose Mythen ranken sich um ihn. Heute hat der Mensch den einst wilden Fluss gezähmt. Europas großer Strom. Für die Deutschen Vater Rhein. Der Rhein vor vielen Millionen Jahren. Tropisches Klima. Im Fluss lauern große Krokodile. Kleine Hirsche leben an seinen Ufern und in den dichten Wäldern entlang des Rheins stößt man auf Tapire. Eine Urwelt aus zahllosen sumpfigen Flussarmen. Damals floss der junge Rhein noch in einem Bett südlich von Bingen. Es ist längst verlandet. Für Forscher ist es das wichtigste Fenster in die Frühzeit des Flusses. Schon seit dem 19. Jahrhundert wird der Sand, den er einst hier aufschüttete, in Gruben abgebaut. Eine wahre Schatzkammer für Fossilien. Doch eine Frage konnten die Experten trotz vieler Funde lange Zeit nicht beantworten. Wie alt ist der Rhein genau? Denn im Laufe der Zeit hat er sich immer wieder in seine eigenen Sedimente eingegraben und die Fossilien regelrecht durcheinander gewürfelt. Erst dieses Hirschgeweih brachte Wissenschaftler auf die richtige Spur. Dieser Hirsch steht an der Basis aller heute lebenden Hirschverwandten. Also das heißt aller Rehe, Elche, Rentiere und Rothirsche. Heute leben vergleichbare Arten in Südostasien und wir nennen sie die Mundjaks. Und dieser Hirsch lebte in Europa nur für kurze Zeit, nämlich zwischen 14 und 15 Millionen Jahre. Und das ist die Basis letztendlich dafür, dass wir diese Sande hier datieren können auf mindestens 15 Millionen Jahre. Zu Weltruhm kamen die Rheinsande aber durch den größten Zeitgenossen dieser Hirsche, einem Vorfahren der Elefanten. Das namensgebende Tier für diese Sande ist das Dinotherium. Das Dinotherium, auch Hauerzahnelefant genannt, deswegen, weil sie einfach enorm Unterkiefer, Stoßzähne hatten und im Oberkiefer keine. Die sind nach unten gebogen wie ein Hauer. Diese Hauerzahnelefanten hat man hier in diesen Regionen zum ersten Mal gefunden. Dinotherien waren größer als afrikanische Elefanten. In den dichten Wäldern am Fluss fanden sie ideale Lebensbedingungen. Futter in Hülle und Fülle. Zum Trinken kamen sie an den Rhein. Tiere verendeten dort. Die Umwelt vor 15 Millionen Jahren war durch die hohen Temperaturen und die vergleichsweise hohen Niederschläge sehr üppig. An diesem Zahn sieht man beispielsweise sehr schön, welche Nahrungsspezialisierung diese Tiere hatten. Diese Krate, die sind ideal zum Schneiden von Blättern. Ein über 4 Meter großer Elefant braucht wahrscheinlich 500 oder mehr Kilogramm an frischer, grüner Blattnahrung pro Tag. Ursprünglich sind große Teile Ureuropas sogar von einem Meer bedeckt. Doch mit der Heraushebung der Alpen entwickelt sich ein Süd-Nord-Gefälle. Das Meer zieht sich zurück und erste Teilstücke des Rheins wachsen langsam zusammen. Der Urrhein frisst sich durch Erosion immer weiter nach Süden, bis er schließlich im Alpenvorland mit der Urahre verschmilzt. Der Uralpenrhein fließt vor etwa 5 Millionen Jahren noch in die Urdonau. Erst in einer Eiszeit vor 450.000 Jahren schneiden riesige Gletscher den Rhein von der Donau ab und drängen ihn nach Westen, wo er an einen anderen Teil des Urrheins angeschlossen wird. Auch im Norden lenken Eiskappen den Rhein um. Er sucht sich ein neues Delta. Erst mit dem Rückzug der Gletscher bildet sich schließlich der Bodensee. Und der Rhein erhält seinen heutigen Lauf von den Alpen
bis zur Nordsee. Am Thomasee, seiner Quelle in den Schweizer Alpen, ist der Rhein heute noch wild und ungezähmt. Erst nachdem er die Berge verlassen hat, wird er zur Wasserstraße. Romantisch ist er noch dort, wo sein Tal eng ist und sich keine Großstädte entwickeln konnten. Auf vielen anderen Abschnitten ähnelt er einer Schiffsautobahn. Lebensader einer Kulturlandschaft, die einmal vollkommen anders aussah. Das Rheintal südlich von Bonn vor rund 14.000 Jahren. Eiszeitliche Jäger lauern einem Elch auf. Der Fluss lockt viele Tiere an. Am Rhein herrscht ein vergleichsweise mildes Klima. Ideale Lebensbedingungen für diese frühen Rheinländer. Ihre wichtigste Waffe? Pfeil und Bogen. Im lichten Birkenwald, der für diese Zeit typisch ist, können sie damit auch scheue Tiere auf große Distanz erlegen. Ihre Pfeilspitzen sind aus Feuerstein und durchbohren mühelos die dicke Haut des Elches. Ein Fehlschuss ohne Folgen. Hier am Rhein werden die Jäger schon bald andere Beute machen. Rheinisches Landesmuseum Bonn. Experten erforschen die Überreste dieser frühen Rheinländer. Zwei Skelette aus einem Grab südlich von Bonn, die Oberkasseler Menschen. Besiedelt ist das Land entlang des Rheins schon seit rund 600.000 Jahren. Doch diese Knochen sind die ältesten Relikte des anatomisch modernen Menschen Homo sapiens am Rhein. Wir haben hier einen etwa 45-jährigen Mann, der war etwa 1,75 Meter groß. Ein Mensch, der nicht mehr mitten im Leben stand, aber trotzdem noch eine sehr kraftvolle Erscheinung gewesen sein muss. Dann eine 20 Jahre jüngere Frau, die war 1,65 Meter groß und sehr zierlich gebaut. Dann ist es so, der Rhein war damals nicht die enge Fahrrinne für Schiffe, die wir heute kennen. Es war ein breiter Strom, viele Kilometer breit, wo die Tiere zum Trinken hinkamen, Jagdwild. Sie konnten Fische fangen, Muscheln sammeln. Also der Rhein war eine Lebensader auch für diese Menschen in der späten Eiszeit. Entdeckt wurden die Oberkasseler Menschen schon 1914. In einem Steinbruch oberhalb des Rheins stießen Arbeiter damals auf zahlreiche Skelettteile. Sie bargen auch einmalige Kunstwerke, wie dieses Fragment einer Elchfigur, das die frühen Rheinländer aus Geweih geschnitzt hatten. Die Oberkasseler Menschen lebten in kleinen Gruppen und schlugen ihr Lager an wechselnden Plätzen in der Nähe des Rheins auf. Sie gehörten zur Federmesserkultur, bekannt für ihre Werkzeuge und Waffen aus Feuerstein, Horn und Geweih. Wie diese Harpunenspitze. Ihre Steinklingen, die Federmesser, schlugen sie aus großen Feuersteinknollen heraus. Eine Art Taschenmesser der Steinzeit. Mühelos durchtrennten die Jäger damit jede Tierhaut. Ein Jahrhundert nach ihrer Entdeckung hat ein internationales Forscherteam die beiden Skelette noch einmal genau untersucht. Mit forensischen Methoden wurden sogar die Gesichter der Menschen rekonstruiert. Und Analysen des Knochenmaterials haben Details ihres Speiseplans verraten. Als wir die Knochen chemisch untersucht haben, hat sich herausgestellt, dass diese Menschen natürlich auch, wie man das von Jägern und Sammlern erwartet, sehr viel Fleisch gegessen haben. Aber es spielt auch pflanzliche Nahrung eine Rolle und auch Süßwasserfisch. Der Rhein der späten Eiszeit war ein klarer, kalter Fluss mit hunderten Inseln und Kiesbänken. Große Forellen und Lachse waren sicher die bevorzugte Beute der Oberkasseler Jäger. Speeren ließen sich die scheuen Fische nur, wenn es gelang, sie blitzschnell aus der Deckung heraus zu attackieren.
da. Das Skelett des Mannes zeigt auch, dass er unter einem schweren Abszess am Unterkiefer litt, der schon die Knochenhaut durchbrochen hatte. Selbst Fisch konnte er wohl kaum noch ohne Schmerzen kauen. Infizierte sich vielleicht die Stelle im Mund und führte zum Tod? Eine der größten Überraschungen aus dem Grab waren aber die Überreste eines Hundes. Im Vergleich zu einem Wolf aus derselben Zeit ist sein Kiefer schon deutlich kleiner. Eine Sensation, denn er gehört zu den ältesten Beweisen für ein enges Zusammenleben von Mensch und Hund weltweit. Die haben gelebt, die haben geliebt, die haben Gefühle gehabt, wie wir auch. Und wenn ich sehe, dass dieser Hund hier mitbestattet worden ist, dann ist es sicherlich einerseits die Absicht, den als Jagdhelfer und Wächter im Jenseits verfügbar zu haben, aber vielleicht auch die Sorge, diesen Freund nicht unversorgt zurückzulassen und das Bedürfnis, diesen Freund auch in der Ewigkeit bei sich zu haben. Lange siedelten die Oberkasseler Menschen am Rhein. Das Flusstal bot ihnen hervorragende Lebensbedingungen. Doch nur 40 Kilometer flussaufwärts erlebten ihre Nachfahren später die schwerste Naturkatastrophe, die sich je am Rhein ereignete. Der Laacher See in der Eifel, keine 10 Kilometer vom Rhein entfernt. Aus seiner Tiefe steigen heute noch kleine, rätselhafte Bläschen auf. Sie erinnern an eine Naturgewalt, die das Gesicht dieser Landschaft für immer veränderte und den Rhein in ein Duell zwang zwischen Feuer und Wasser. Vor Christus. Im späten Frühjahr explodiert in der Eifel ein Vulkan. Die Ausbruchssäule steigt über 30 Kilometer hoch. Als sie kollabiert, rasen Lawinen aus glühender Asche und Gestein über das Land und verwüsten es. Unaufhaltsam bahnen sich diese pyroklastischen Ströme ihren Weg zum Rhein. 10 Kilometer vom Vulkan entfernt türmen sie sich an einer Engstelle des Flusstals zu einem 50 Meter hohen Damm auf. Ein riesiger See staut sich auf und überflutet das Land. In ein neues Bett kann der Fluss in dieser bergigen Landschaft nicht ausweichen. Immer größer wird der Druck auf das Vulkangestein, bis der Damm schließlich bricht. Eine 12 Meter hohe Flutwelle ergießt sich flussabwärts. Noch im Gebiet des heutigen Köln, mehr als 60 Kilometer vom Dammbruch entfernt, verwüsten die Wassermassen das Land. Nie wieder hat eine Naturgewalt dem Rhein so zugesetzt. Zurück blieb der Einsturzkrater des Vulkans, in dem sich Wasser sammelte, der Laacher See. Bis heute erinnern kleine Kohlendioxidbläschen daran, dass der Vulkan in der Tiefe eines Tages wieder erwachen könnte. Nach der letzten Eiszeit vor 11.700 Jahren ändert sich das Gesicht des Rheins erneut. Langsam entwickeln sich entlang des Stroms dichte Auwälder. Ein Labyrinth aus Seitenarmen und Altwassern entsteht. Heimat von Bibern, Eisvögeln und einer reichen Insektenwelt. Auch zahlreiche neue Fischarten siedeln sich im Fluss an und bieten Raubtieren eine Lebensgrundlage. Zur gleichen Zeit wandern über das Donaugebiet immer mehr Menschen nach Mitteleuropa ein. Sie bringen Ackerbau und Viehzucht mit sich. Aus diesen Einwanderern werden sich Germanen und Kelten herausbilden. Um die Zeitenwende stoßen schließlich die Römer auf ihren Feldzügen bis an den Rhein vor. Mit ihnen beginnt ein tiefgreifender kultureller Wandel.
Zu Beginn leisten die Germanen noch erbitterten Widerstand und entscheiden auch bedeutende Schlachten gegen die Römer für sich. Doch schließlich festigen die Invasoren ihre Macht am Rhein. Große Legionslager dienen den römischen Truppen als Stützpunkte. Von hier aus verteidigen sie ihr Imperium gegen Angriffe der Barbaren, wie sie die Germanen jenseits des Rheins nennen. Immer deutlicher wird, dass am Rhein ein neues Zeitalter begonnen hat. Zur bedeutendsten Stadt bauen die Römer ab 50 nach Christus Colonia Claudia Ara Agrippinensium aus, das heutige Köln. In der Hochzeit leben hier 20.000 Menschen. Als erste schlagen die Römer Brücken über den Rhein. Die Germanen hatten ihn noch mit Einbäumen überquert. Über weite Strecken bildet der Rhein die Grenze zwischen dem Römischen Reich und den Germanengebieten. Ab Rheinbrohl führt diese Grenze als Limes über Land weiter nach Südosten. Sie ist durch zahlreiche Lager gesichert. Woher kommen deine Sachen? Dennoch kommt es zum kulturellen Austausch zwischen Römern und Germanen. Römische Städte sind wie Schaufenster für den Roman Way of Life. Die Römerinnen sind verrückt danach. Hoch im Kurs stehen blonde Haare germanischer Frauen. Aus ihnen fertigen Römerinnen Perücken. Gut. Die Germanen hingegen lernen schnell Annehmlichkeiten wie die römische Badekultur zu schätzen. Es ist die Geschichte von Austausch und Verschmelzung. Und manchmal heiraten Römer sogar germanische Frauen. Doch bei der Grenzsicherung setzen die Römer auf militärische Gewalt. Eine ganze Schiffsflotte patrouilliert auf dem Rhein, um Raubzüge feindlicher Germanenstämme zu verhindern. Diese dringen vom anderen Ufer aus immer wieder auf römisches Gebiet vor und machen reiche Beute. Das belegt auch der Hortfund von Neupotz, ausgegraben in einem Altarm des Rheins nördlich von Karlsruhe. Hunderte Metallgefäße, die im Fluss versanken, wahrscheinlich als ein römisches Patrouillenboot germanische Räuber stellte. Die meisten Hortfunde, die man am Rhein findet, sei es im Rhein oder im Rheinumland, irgendwo in der Erde, stammen aus der Spätantike, der sogenannten Völkerwanderungszeit, in der eben sehr viel gesellschaftlich in Bewegung war. Es waren Kriegszüge, es waren Eroberungen, gesellschaftliche Strukturen sind zerstört worden, die vorher die Römer aufgebaut hatten. Und diese Funde nennt man in der Archäologie Hortfunde. Vielleicht war dieser Hort Inspiration für die Nibelungensage um Siegfried, von Fritz Lang 1924 verfilmt. Siegfried badet in Drachenblut. Das macht ihn unverwundbar, bis auf eine Stelle am Rücken. Den fluchbeladenen Schatz der Nibelungen bringt er in seinen Besitz. Am Hof der Burgunderkönige zu Worms am Rhein wirbt der Held um die Hand Kriemhilds, Gunthers Schwester. Es kommt zum Streit. Der listige Hagen von Tronje, ein treuer Diener König Gunthers, tötet Siegfried und raubt Kriemhild den Schatz. Er versenkt ihn im Rhein. Ein Hagendenkmal in Worms erinnert heute noch an das Nibelungenlied. Vielleicht liegt der Schatz ja tatsächlich immer noch verborgen auf dem Grund des Rheins. Der Rhein hat unglaublich viele Geschichten aufgrund seiner historischen Bedeutung. Und das ist eigentlich sein eigentlicher Schatz, dass er diese Geschichten immer wieder neu verwebt und immer wieder Leute zueinander bringt. Insofern ist der Rhein, wenn man so will, sowas wie ein begnadeter Geschichtenerzähler. Die große Symbolkraft des Rheins wurzelt sicher auch in seiner Vielgestaltigkeit. Der Thomasee in den Schweizer Alpen. Auf gut 2300 Metern Höhe liegt hier die Quelle des Rheins.
Jeder Regentropfen, der hier fällt, geht auf eine 1235 Kilometer lange Reise. Die ersten Kilometer legt der Rhein noch als reißender Bergbach zurück. Doch schnell wird der Vorderrhein, wie er zu Beginn noch heißt, zu einem wilden Fluss und bahnt sich seinen Weg durch einen bis zu 400 Meter tiefen Canyon, die Ruina Ulta. Kurz darauf fließt er mit dem Hinterrhein zusammen, dem zweiten Quellfluss des Rheins. Als Alpenrhein passiert er Liechtenstein, fließt nach Österreich und mündet in den Bodensee. Kanalisiert vom Rheindamm zieht er sich kilometerweit hinaus in den See. Hinter dem Bodensee fließt er als Hochrhein weiter, bis er bei Schaffhausen über einen der größten Wasserfälle Europas 23 Meter in die Tiefe stürzt, der Rheinfall. Rund 80 Kilometer weiter erreicht der Rhein schließlich Basel und biegt in einer scharfen Kurve, dem Rheinknie, nach Norden ab. Ab hier ist er schiffbar und heißt Oberrhein. Nun führt ihn seine Reise an der deutsch-französischen Grenze entlang, bis er bei Ludwigshafen, den größten Standort chemischer Industrie der Welt, passiert, Teil eines Ballungsraums mit über 2 Millionen Einwohnern. Kurz darauf wendet sich der Rhein nach Westen. In Bingen beginnt dann sein berühmtester Abschnitt. Der Mittelrhein, Inbegriff der Rheinromantik. Erst nach rund 100 Kilometern weitet sich das Rheintal wieder. Der Beginn des Niederrheins. Köln ist seit jeher eine der bedeutendsten Städte am Rhein. Schnell erreicht der Fluss jetzt das Ruhrgebiet mit dem größten Binnenhafen der Welt in Duisburg. Die nahegelegene Schwerindustrie ist auch heute noch vom Rhein abhängig. Bei Emmerich lässt er Deutschland hinter sich. In den Niederlanden teilt sich der Rhein nun in zwei Hauptarme, Waal und Leck. Die Maas mündet in den Strom. Sein Weg endet im Rhein-Maas-Delta an der Nordseeküste. Hier liegt, krönender Abschluss, der Hafen von Rotterdam, der drittgrößte Seehafen der Welt. Von Beginn an war der Rhein auch eine Achse der Stadtentwicklung. Viele Rheinstädte gehen auf die Römer zurück. Darunter Domstädte wie Worms, Speyer, Mainz und Köln. Andere wurden im Mittelalter gegründet. Köln war schon immer die größte Stadt am Rhein. Dass Köln diesen Status so lange aufrechterhalten konnte, lag auch an einer geschickten Sonderregelung, die sich die Kölner schon im 13. Jahrhundert einfallen ließen. Historisches Archiv der Stadt Köln. Nach einem Gebäudeeinsturz 2009 konnten viele Dokumente geborgen werden, darunter auch eines der wichtigsten der Stadtgeschichte, die Urkunde des Stapelprivilegs von 1259. Mit diesem Schriftstück wurde verfügt, dass sämtliche Waren, die Kaufleute an Köln vorbei transportieren wollten, abgeladen und den Bürgern der Stadt zum Kauf angeboten werden mussten. Das Stapelrecht hat eigentlich den wirtschaftlichen Aufschwung des Spätmittelalters bewirkt. Also es war fast eine Gelddruckmaschine. Ja? Denn es hat ja daran nicht nur die Kölner Kaufleute dran partizipiert und verdient, ja, die jetzt plötzlich den Handel in die Hand bekamen, sondern auch letztlich die Stadt. Ja, denn durch alles, was in die Stadt kam, was da ausgeladen wurde, wieder eingeladen wurde, sind Gebühren angefallen, hat letztlich auch die Stadt mitverdient. Das Herz Kölns schlägt zu dieser Zeit im Hafen, wie dieser berühmte Stich von Anton Wönsam aus dem Jahr 1531 zeigt. Für die Kaufleute ist der Stapelzwang mehr als nur eine unfreiwillige Pause in der Domstadt. Ein Schiffer, der das Stapelrecht nicht akzeptierte, der
durfte in Köln dann in Zukunft keine Geschäfte mehr machen. Dem hat man die Kette gesperrt. Das heißt, seine Waren wurden im Hafen nicht mehr ausgeladen. Ein besonders beliebtes Produkt ist Salzfisch aus Holland. Denn an vielen katholischen Feiertagen darf kein Fleisch gegessen werden. Auch damals ist eine Qualitätskontrolle selbstverständlich. Der Heringsröder, ein städtischer Beamter, prüft die Ware und markiert die neuen Fässer mit dem Kölner Brand. Kostenpflichtig für den Fischhändler. Das heißt also, wenn die in Neuss gerne Seefisch aßen, Heringe, ja, dann kam der Seefisch nicht von der See, sondern der kam aus Köln. Der wurde dann in Köln wieder nach Neuss oder Düsseldorf zurückgebracht. Damals wurden Schiffe noch von Pferden an dicken Tauen flussaufwärts getreidelt. Vor der Erfindung des Motors war dies an allen Flüssen die einzige Technik, gegen die Strömung anzukommen. Entlang der Ufer führten Treidelpfade. Heute befahren rund 105.000 Schiffe pro Jahr den Rhein und transportieren 160 Millionen Tonnen an Waren. Europäischer Rekord. Am Rhein ballt sich die Industrie. Rund 50 Millionen Menschen leben in seinem Einzugsgebiet. 175 Brücken überspannen den Fluss. Ohne sie würde der Verkehr in Deutschland zusammenbrechen. Der Anblick der Binnenschiffe auf dem Fluss ist längst zur Gewohnheit geworden. Als 1816 erste Dampfschiffe mit 12 PS den Rhein hinauffahren, ist das für die Menschen am Rhein eine Sensation. Es sind die Vorboten bahnbrechender wirtschaftlicher Veränderungen. Zentral bedeutend für die industrielle Revolution war zunächst einmal der Standort der Rohstoffe. Und der Rohstoff schlechthin für die Frühphase der Industrialisierung war eben die Kohle. Und die Kohle, die lag an Rhein und Ruhr. Der schwarze Energieträger liegt meist in tieferen Erdschichten verborgen. Dass dieser Rohstoff entdeckt wurde, ist der Legende nach einem Zufall zu verdanken. Ein Schweinehirt namens Jürgen spielt dabei die entscheidende Rolle. Wie fast jeden Abend macht Jürgen ein Feuer, um eine warme Mahlzeit zu kochen und sich aufzuwärmen. Nach dem Essen schläft er ein. Als er am nächsten Morgen erwacht, staunt er nicht schlecht. Obwohl das Holz verbrannt ist, glüht der Boden immer noch. Jürgen hat die Steinkohle entdeckt. Es ist die Geburtsstunde des Kohlenpotts. Dank der Kohle entstehen in der Region ganze Industriezweige. Der Rohstoff wird zur Herstellung von Eisen benötigt. Er treibt Dampfmaschinen und Dampfschiffe an. Ein Duisburger Kohlehändler erkennt als einer der ersten die Zeichen der Zeit. Franz Haniel. Franz Haniel investierte in zwei Bereiche. Der eine Bereich war in den Kohlehandel und aber auch in die Verhüttungsindustrie. Und der andere Bereich war im Werft- und Schiffsbau. Haniel war der Erste, der Dampfschiffe baute am Rhein. Aus einem kleinen Familienbetrieb sollte eine Dynastie werden. Als James Watt Jr., der Sohn des berühmten Dampfmaschinenkonstrukteurs, auf einer Rheinfahrt einen technischen Defekt an seinem Dampfschiff hat, lässt er den Antrieb in Haniels Werkstatt reparieren. Der studiert die Bauteile genau und nutzt das Know-how, um bald eigene Schiffe zu konstruieren. Dagegen haben würde ich mir später gern Ihr Schiff und Ihre Maschine anschauen, mein Lieber. Warum eigentlich nicht? Haniels Schiffe transportieren die Kohle zu den Eisenhütten und den dort erzeugten Stahl weiter über den Rhein in die ganze Welt. Hans Haniel baute später Flussseeschiffe, die über die Flüsse hinweg, zum Beispiel die Ostseeanrainerstaaten, mit seinen Produkten aus dem Ruhrgebiet beliefern konnte. Und das war vorausschauend und das war, wenn man so will, auch eine frühe Form der Globalisierung. Heute ist der Duisburger Hafen der größte Binnenhafen der Welt.
Das Gebiet, wo Rhein und Ruhr zusammenfließen, hat sich in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt. Vom wichtigen Standort der Eisen- und Stahlindustrie und vom Hauptumschlagplatz für Rohstoffe zur überregionalen Drehscheibe für Transport und Logistik. Über den Rhein gelangen wichtige Güter und Waren direkt zu den industriellen Ballungszentren am Oberrhein, etwa bei Ludwigshafen oder Karlsruhe. Für diese Industriestandorte ist der Rhein die Lebensader. Der Schwarzwald. Von hier kam jahrhundertelang einer der wichtigsten Rohstoffe, die über den Rhein verschifft wurden, Holz. Bis heute wird die Erinnerung an den Holzhandel in der Gegend von Schiltach lebendig gehalten. Nun soll noch einmal in Handarbeit eine hundertjährige Weißtanne fallen. Gefällt mit Werkzeugen, wie sie vor 250 Jahren verwendet wurden. Achtung! Yeah! Oh! Eine der größten Herausforderungen war es seit jeher, die Stämme zu Tal zu bringen. Die Lösung? Gewaltige Holzrutschen, die Riesen. Einmal im Jahr findet das Abriesen noch statt und zeigt, wie hart und gefährlich dieses Geschäft war. Doch mit dem Holzhandel kam damals auch der Wohlstand in die abgelegenen Schwarzwaldtäler. Kleine Nebenflüsse des Rheins, wie die Kinzig, erschlossen riesige Waldgebiete und wurden zu bedeutenden Handelswegen. Für den Transport mussten die Männer spezielle Flöße einbinden. Eine Tradition, die bis ins Mittelalter zurückreicht und heute noch von den Schiltacher Flößern praktiziert wird. Als Seile dienen Wieden, besonders zugfeste Haselnusszweige, die vorher durch Hitze biegsam gemacht wurden. Die Nähe zum Rhein war sicherlich einer der wichtigen Faktoren, warum sich die Flößerei hier im Kinzigtal so entwickelt hat über Jahrhunderte. Es gibt Aufzeichnungen aus dem 18. Jahrhundert, dass über die Hälfte der männlichen Bevölkerung hier mit dem Holzhandel und der Flößerei zu tun hatte. Auch heute nehmen die Flößer noch den Weg über die Kinzig. 80 Meter ist ihr Gebinde lang. Und der flache Fluss musste erst einmal aufgestaut werden, um ihnen den nötigen Schub zu verleihen. Immer wieder müssen die Männer auch kleine Stromschnellen bewältigen und auf den glitschigen Stämmen die Balance halten. Wenn das Floß sich mal bewegt und fährt und man spürt, dass es sich lenken und leiden lässt und man kommt zum Schluss sicher am Bestimmungsort an, dann sind die Glücksgefühle am höchsten. Zu Tausenden fuhren im 18. Jahrhundert Flöße wie dieses Richtung Rhein. 750 Kilometer entfernt stieg Holland zur globalen Seefahrer- und Handelsmacht auf. Weil das Land arm an Wald war, importierten Kaufleute über den Rhein Millionen Tannen und Eichenstämme. Schiffe für die Handels- und Kriegsflotte wurden daraus gebaut. Die Stämme dienten als Fundament für Grachtenhäuser in Amsterdam und anderen Städten.
Zu Beginn waren der Größe der Flöße noch Grenzen gesetzt. Es galt, das enge und gefährliche Mittelrheintal zu passieren. Doch von Namedy aus starteten wahre Floßgiganten Richtung Rheindelta, die Holländerflöße. Bis zu 330 Meter lang und 60 Meter breit hatten sie die Grundfläche eines modernen Flugzeugträgers. In vorindustrieller Zeit war es nötig, eine sehr, sehr große Besatzung aufs Floß zu nehmen, um diesen riesigen Apparat steuern zu können. Bis zu 500 Mann Besatzung, das ist natürlich unglaublich viel und die mussten ja auch beköstigt werden. Also gibt es riesige Mengen an Lebensmitteln, die mitgeführt werden, die vorher gekauft werden. Fleisch zum Beispiel nimmt man lebend mit als Schlachtvieh, weil das für die Haltbarkeit das Beste war. Und jeden Tag wird mindestens ein Ochse geschlachtet. Das Kurioseste, 20.000 Liter Bier wurden für eine solche Floßfahrt angeschafft, weil jeder Floßknecht in der Regel Anspruch auf 5 Liter Bier pro Tag hatte. Ein Holländerfloß durch enge Rheinpassagen zu navigieren, war ausgesprochen gefährlich. Im vorderen Teil bestand das Floß zwar aus mehreren beweglichen Teilstücken für die Navigation, den Knien, doch dahinter folgte noch, tausende Tonnen schwer und rund 200 Meter lang, der steife Hauptteil des Flusses. So mussten die Flößer in Flussbiegungen oft noch zusätzlich Anker werfen, um das riesige Gefährt abzubremsen und mit der Strömung um die Kurve zu ziehen. Doch warum schickten die Holzhändler nicht einfach viele kleine Flöße rheinabwärts? Zwischen Mainz und der niederländischen Grenze gab es im 18. Jahrhundert über 20 Zollstationen durch die Kleinstaaterei. Und diese Zollbedingungen waren nicht geregelt. Es gab dafür keine Vorschriften, keine Tarife. Das sah dann praktisch so aus, die Zöllner kamen mit dem Boot aufs Floß, fuhren eine Strecke mit, unterwegs wurde hart gefeilscht und dann wurde bezahlt. Mit anderen Worten ließen die sich bestechen, die Zöllner. Und es war sehr viel günstiger und billiger, die einmal richtig zu bestechen, anstatt 20 Mal sozusagen. Und das erklärt, warum man auch diese riesigen Flöße gebaut hat. Das war dafür ein ganz ausschlaggebender Grund. Die letzten Flöße fuhren 1968 rheinabwärts. Zu dieser Zeit hatten sie schon lange nicht mehr die Ausmaße von Holländerflößen. Gezogen wurden sie von Schleppern, um Kollisionen mit anderen Schiffen zu vermeiden. Längst hatten Schiene und Straße den Rhein als wichtigsten Transportweg für Holz abgelöst. Dutzende Burgen am Mittelrhein erinnern heute noch daran, dass Schiffe schon seit dem Mittelalter für die Flusspassage bezahlen mussten. Sie wurden vom Adel errichtet, um den Rhein zu überwachen. Kein anderer Verkehrsweg brachte so viel Geld ein. Deshalb ist die Burgendichte nirgendwo auf der Welt höher als am Rhein zwischen Bingen und Bonn. Die Burg Pfalzgrafen Steinberg-Haub steht sogar mitten im Rhein, wie ein Bollwerk auf einem Felsenriff. Wenn Sie im Mittelalter hier als Graf, als Fürst, als Erzbischof Territorium haben, dann ist das sehr einträglich. Sie können Zoll erheben, obwohl Sie es natürlich eigentlich gar nicht dürfen, denn das Zollrecht ist ein Königsrecht, was aber viele nicht daran gehindert hat, es trotzdem zu versuchen. Die Zolleinnahmen sind sehr groß. Das verführt dazu natürlich, Burgen zu bauen, um diese Zolleinnahmen und die Zollhäuser, die dort stehen am Rhein, auch zu sichern. Von Pfalzgrafenstein aus waren jahrhundertelang Kanonen direkt auf das Fahrwasser gerichtet. Eine drohende Aufforderung, Wegzoll zu entrichten. Wenn Sie als Händler Ware verschiffen wollen, sagen wir mal von Mannheim bis nach Köln, dann stehen Sie im 13. und 14. Jahrhundert vor einem veritablen Problem. Sie müssen damit rechnen, dass Sie an 13 Zollstellen aufgehalten werden. Wenn Sie das einmal hochrechnen, 13 Zollstellen auf 125 Kilometer, dann wissen Sie, fast jede 10 Kilometer eine Zollstation. Großer Aufwand und kostet viel Geld. Nicht nur die zahllosen legalen Zollstellen waren für Schiffer eine Last und minderten ihren Gewinn. Auch am Rhein gab es Wegelagerer, die den Schiffen auflauerten. Ein Hofgut am Rhein, nördlich von Worms, in der Mitte des 17. Jahrhunderts.
Wieder einmal bietet sich dem Pächter Henricus von Mauderich ein trostloses Bild. Gerade erst ist der 30-jährige Krieg zu Ende gegangen. Mit einer Handvoll Mitarbeiter muss er seine Felder wieder urbar machen. Doch bislang fällt die Ernte viel zu mager aus. Das ist ja erbärmlich. So kann das nicht weitergehen. Henricus droht der Ruin. Nur 2 Kilometer entfernt liegt auf der anderen Rheinseite die Burg Stein. Dort betreibt der Burgherr schon lange eine illegale Zollstelle am Fluss. Wir müssen dringend Mauderich gehen. Schildert ihm seine Not und die beiden beschließen, gemeinsame Sache zu machen. Da gibt es eine altbewährte Methode. Mit Flaggenzeichen wollen sie sich verständigen, damit Mauderich den Schiffen auf seiner Rheinseite auflauern kann. In der Morgendämmerung legt sich Mauderich mit seinen Helfern im Uferdickicht auf die Lauer. Die Männer sind mit Musketen und Pistolen bewaffnet und zu allem bereit. Doch aus der Deckung heraus können sie nicht sehen, ob Beute naht. Woher wissen wir, wann ein Schiff kommt, das sich auch lohnet? Schaut da hinüber. Die Mannen von der Burg Stein lassen es uns wissen. Vom Burgturm gegenüber soll das Zeichen kommen. Die Falle muss jetzt nur noch zuschnappen. Es geht los. Der Plan geht auf. Haltet an! Ab heute gilt es, hier Zoll zu entrichten. Schneller! Mauderich und seine Gesellen bringen große Teile der Ladung an sich. Für Mauderich der Beginn einer mehrjährigen Karriere als Räuber. Seine Spur sollte sich später verlieren. Trotz aller Gefahren bleibt der Rhein ein bedeutender Handelsweg und entwickelt sich zur wichtigsten europäischen Wasserstraße. Immer mehr Menschen siedeln an seinen Ufern. Damit liefern sie sich noch bis ins 19. Jahrhundert einer Gefahr aus, die unmittelbar mit der Wohnlage am Fluss verknüpft ist und im Verborgenen brütet. Der Oberrhein vor rund 300 Jahren. Viele Gebiete bestehen aus sumpfigem Brackwasser. Im Sommer wird es oft tropisch schwül. Der Ort Burgheim hat in kurzer Zeit mehr als 100 Tote zu beklagen. Männer, Frauen, Kinder jeden Alters. Ihnen allen wird eine heimtückische Krankheit zum Verhängnis. Jetzt hat in Mosthans das Fieber auch erwischt. Das muss das Werk des Teufels sein. Das Fieber, das die Rheinbewohner dahin rafft, ist die Malaria. Im 18. Jahrhundert war das Wechselfieber eine weit verbreitete Todesursache. Die Ufergebiete des Flusses sind ideale Brutstätten für Anopheles-Mücken, die Überträger der Seuche. Die Malaria selbst ist seit rund 100 Jahren am Rhein ausgerottet. Doch Stechmücken sind für viele Anwohner noch immer eine richtige Plage. Norbert Becker hat sein Forscherleben den mehr als 30 Arten gewidmet, die am Rhein vorkommen. Ich habe in den 70er Jahren hier meine Doktorarbeit gemacht und habe also eine Art Glocke entwickelt. Man kann sich exponieren unter der Glocke und kann dann im Innern die Mücken abfangen, zählen und dann im Labor bestimmen. Und das sind in 2 Minuten 1500 Mücken an mich gegangen. Man spricht zum Beispiel, dass hier in Römerberg oder in Philippsburg die Fußballspieler genauso schwarz waren wie der Schiedsrichter vor lauter Stechmücken. Norbert Becker ist wissenschaftlicher Direktor einer Aktionsgemeinschaft zur Schnakenbekämpfung am Oberrhein. Die Mückenjäger rücken den Insekten mit einem Bakterium namens BTI zu Leibe, das in Granulatform ausgebracht wird.
Je häufiger es in einem Jahr Hochwasser gibt, desto mehr Eier legen die Mücken auf dem Wasser ab. Und umso öfter steigen Norbert Becker und seine Kollegen in die Luft. Auf einen Hektar Wasserfläche bezogen mit 10 cm Wassertiefe sind es 100 Millionen bis 1 Milliarde Mückenlarven, die sich entwickeln können. Und das würde dann zu einer Plage führen. Wir hatten Glück, dass man 1976 in der Negev-Wüste einen Bacillus gefunden hat, Bacillus thuringiensis israelensis. Und man hat später gefunden, dass die Eiweiße von diesem Bacillus ganz gezielt Mückenlarven abtöten. Amphibien, Wasserkäfer, Wasserwanzen bleiben unbeschadet. Über 100 Gemeinden haben sich dem Bündnis angeschlossen. Rund 3 Millionen Menschen zwischen Schaffhausen und Rüdesheim kommen so in den Genuss eines relativ mückenfreien Sommers. Die Malaria war einer der Gründe für eine bahnbrechende Maßnahme, die im 19. Jahrhundert ihren Anfang nahm. Immer wieder wurde der Oberrhein von Hochwassern heimgesucht. Sie zerstörten die Ernte und führten zu Seuchen. Wenn der Fluss über die Ufer trat, spülte er im Extremfall ganze Dörfer weg. Immer wieder mussten Anwohner umgesiedelt werden. Das lag daran, dass der Rhein keinen Hauptarm hatte, sondern sich in unzählige einzelne Flussarme verzweigte, die ihren Lauf oft änderten. Der Maler Peter Biermann hat diese Lagunenlandschaft um 1800 bei Basel festgehalten. Ein Mann will dies alles ändern. Der badische Ingenieur Johann Gottfried Tuller möchte dem Fluss ein geschlossenes Bett verschaffen und den wilden Rhein bändigen. Kein Strom oder Fluss, mein Herr. Also auch nicht der Rhein hat mehr als ein Flussbett nötig. In kultivierten Ländern sollten die Bäche, Flüsse und Ströme Kanäle sein. Und die Leitung der Gewässer in der Gewalt der Bewohner stehen. Aber was das kostet, das sind doch Fantastereien. Folgt mir. Für sein Vorhaben braucht Tuller das Wohlwollen und das Geld des badischen Hofes. Jahrelang hat er bei führenden Wasserbauexperten in Holland studiert. Seine Berechnungen basieren auf neuesten hydrologischen Erkenntnissen. Seht ihr das? Der Rhein könnte viel schneller sein. Stellt euch vor, was für Schiffe auf dem begradigten Rhein fahren könnten. Johann Gottfried Tullers Plan sieht vor, die vielen einzelnen Flussarme in einem breiteren und tieferen Flussbett zusammenzulegen. Dafür müssen viele Flussschleifen regelrecht durchstochen werden. 25 Durchstiche gibt der Wasserbaumeister in Auftrag. Es ist ein höchst ehrgeiziges, beinahe größenwahnsinniges Projekt. 1816 werden die ersten 5 Durchstiche genehmigt. Es beginnt das größte Bauvorhaben, das jemals in Deutschland in Angriff genommen wurde. In jeder Phase der Rheinbegradigung waren rund 3000 Arbeiter auf den Baustellen. Jeder Durchstich dauerte mehrere Jahre. Der größte Teil der Bauarbeiten wurde mit primitiven Werkzeugen durchgeführt. Mechanische Hilfsmittel gab es kaum. Nicht alle verstanden den Sinn der Maßnahmen. In einigen Dörfern regte sich Widerstand. Die Bewohner befürchteten, ihre Fischgründe zu verlieren oder dass ihr Dorf bald auf der französischen Rheinseite liegen könnte. Immer wieder mussten die Bauarbeiten von Soldaten geschützt werden. Geht sofort zurück auf eure Felder! Ihr arbeitet weiter! Franz Nestmann lehrt Wasserbau in Karlsruhe.
wie damals auch Tulla. Aus dessen visionärer Aktion haben die Forscher viel gelernt. Der Initialgedanke einer Rheinbegradigung ist hier im Bild deutlich zu sehen. Der Rhein hatte einfach zu viel Platz eingenommen. Und der ursprüngliche Hintergrund dieser Begradigung war zunächst einmal der Landgewinn. Man sieht das Örtchen Istein mit der markanten Kirche und man stellt fest, dass diese Besiedlung an dem Rheinstrom endete. Die Menschen mussten ja neben ihrer Besiedlung auch Lebensmittel produzieren durch Landwirtschaft und dazu brauchten sie Land. Und das wurde möglich und war möglich, weil der heutige Rheinstrom hier diagonal von oben links nach unten rechts durch unser Bild verläuft in der dort unten bewaldeten Zone. Ganz deutlich erkennt man, dass die Siedlungsstruktur sich inzwischen sehr weit in die ehemaligen Rheinzonen hinein entwickelt hat. Tulla selbst wird die Vollendung seines Werks nicht mehr erleben. Er stirbt 1828 nach schwerer Krankheit in Paris. Dank ihm wurde aus dem Rhein die wichtigste Schifffahrtsstraße in Europa. Durch Tullas Jahrhundertprojekt ist der Fluss zwischen Basel und Worms um ganze 81 Kilometer verkürzt worden. Aber gleichzeitig zerstörte die Rheinbegradigung auch etliche Auenlandschaften und damit die Lebensgrundlage vieler Fisch- und Tierarten. Der spätere Ausbau des Oberrheins mit Staustufen stellte die Wasserbauingenieure vor neue Herausforderungen. Am Karlsruher Institut für Technologie beschäftigen sich Franz Nestmann und seine Mitarbeiter auch mit den Folgewirkungen der Rheinkorrektur. Wir sehen hier das Modell des Rheines, so wie der Rhein ursprünglich mal war und so wie er heute in begradigter Struktur ist. Beiden Modellen ist gleich das Gefälle, das heißt, wir lassen das Fließgewässer von einem Punkt A nach Punkt B fließen. Die Farbe verdeutlicht, der begradigte Fluss fließt deutlich schneller. Zusätzlich trägt er nun viel mehr Sedimente rheinabwärts. Ein weiteres Problem? Der begradigte Fluss hat weniger Fließraum, weil man ja den gewonnenen Raum sozusagen als Landgewinnungsraum den Menschen gibt. Und dieser geringere Raum bietet natürlich für die Hochwasserretention auch geringere Möglichkeiten. Mit der Folge, Hochwassergefahren, Hochwasserintensitäten steigen gewaltig an. Bis heute stellen Hochwasser für die Anwohner am Rhein ein großes Risiko dar. Immer wieder richten Fluten massive Schäden an, wie etwa im Dezember 1993, als Teile von Köln unter Wasser stehen. Bundesschifffahrtsverwaltung in Mainz. Rund um die Uhr überwachen hier Experten für das Landesumweltministerium den Rhein. Im Ernstfall liefern sie alle 3 Stunden eine neue Wasserstandsprognose, damit die Anlieger rechtzeitig gewarnt werden können. Dann aber auch hier für den Polder in Mainz. Der Rhein hat 4 große Nebenflüsse: Aare, Neckar, Main und Mosel. Sie spielen für ein Hochwasser am Rhein eine entscheidende Rolle. Wichtig ist, wie viele Niederschläge in ihrem Einzugsgebiet gefallen sind und wie viel Wasser sie nun dem Rhein zuführen. Dann ist es wiederum entscheidend, laufen die Hochwasserscheitel der Nebenflusswellen der Rheinwelle vorweg oder laufen sie nicht vorweg? Und wenn sie vorweglaufen, dann prägen sie in der Regel den Zeitpunkt und auch die Höhe des Rheinscheitels. Treffen die Flutwellen aufeinander, kann das zu einem Extremszenario führen. Für ihre Berechnungen nutzen die Experten auch Daten von 1342, als eine Jahrtausendflut das Land am Rhein überschwemmte. Dieses 1342er Hochwasser, das ist also gerade in Mainz interessant, da gibt es ein Zitat, dass es bei diesem Hochwasser einem Manne bis zum Gürtel stand und dieser Mann stand im Dom. Und wir haben durch unsere Rechensimulation nachweisen können, dass das durchaus realistisch ist, denn das Wasser, was wir beim Extremhochwasser berechnen, steht in der Tat im Mainzer Dom. Juli 1342 im Taunus, einem Gebiet östlich des Mittelrheins.
Schon seit Wochen leiden die Menschen der Region unter Hitze und Dürre. Die Böden sind knochentrocken. Die Ernte reicht kaum, um die Menschen zu ernähren. Doch an diesem Tag ziehen zum ersten Mal wieder Wolken auf. Der ersehnte Regen kündigt sich an. Es ist der Beginn des vielleicht größten Unwetters in historischer Zeit. Regenfälle, wie sie nie zuvor jemand erlebt hat, führen zum sogenannten Magdalenenhochwasser, das heute in Vergessenheit geraten ist. Der Rhein und seine Nebenflüsse überfluten das enge Mittelrheintal. Flussabwärts in Köln steigt der Pegel auf 11,5 Meter. Selbst die massiven Stadtmauern werden überspült, wie eine Chronik berichtet. Ein Waldgebiet im Taunus heute. Hier untersucht Geoarchäologe Hans-Rudolf Borg die Folgen dieser Katastrophe. Die Narben, die das Unwetter gerissen hat, lassen sich noch immer genau in der Landschaft verorten und gehen in die Tausende. Wir gehen davon aus, dass insgesamt 13 Milliarden Tonnen Boden innerhalb von 2-3 Tagen abgespült worden sind. Wenn wir jetzt Güterzüge füllen würden mit Erde, wären es 3 Güterzüge, die hier von unserer Erde bis zum Mond reichen würden. So eine ungeheure Masse an Boden ist das, die bewegt wurde. Die Gründe für diese Katastrophe führen weit zurück. Das Gebiet des heutigen Deutschland im 6. Jahrhundert. Fast das gesamte Land ist von Wald bedeckt. Doch im Laufe des Mittelalters wächst die Bevölkerung stark an. Immer mehr Wald wird gerodet, um Platz für Äcker und Weiden zu schaffen. Im frühen 14. Jahrhundert ist das Land weitgehend waldfrei. So kann der Regen im Sommer 1342 auf den ausgetrockneten Äckern ungebremst das Erdreich fortspülen. Innerhalb kürzester Zeit tun sich regelrechte Schluchten auf den Feldern auf. Als es schließlich aufhört zu regnen, stürzen sie in sich zusammen. Ein Prozess, den man Schluchtenreißen nennt. Wir stehen hier in einer solchen Schlucht. 6 Meter über uns lag bis zum 20. Juli 1342 die Oberfläche, die beackert wurde. Und dann an den nächsten 1-2 Tagen, innerhalb weniger Stunden, riss diese riesige Schlucht hier ein. Und nicht nur diese. Es folgt auf jeder Seite eine weitere und noch eine weitere. Ja, insgesamt haben wir nicht nur Hunderte, Tausende, sondern Zehntausende von Schluchten im Einzugsgebiet des Rheins. Für den Hochwasserschutz wird heute das Land am Rhein per Laserscan vermessen. Mit dem so gewonnenen digitalen Geländemodell können die Experten die Auswirkungen eines Hochwassers nachvollziehen, lange bevor der Fluss über die Ufer tritt. Ein neuralgischer Punkt, das Deutsche Eck bei Koblenz, wo die Mosel in den Rhein mündet. Hier kommt es regelmäßig zu Überflutungen. Dort, wo die Landschaft es zulässt, schützen Deiche die Menschen am Rhein vor extremen Hochwässern, wie sie im Schnitt alle 200 Jahre vorkommen. In Holland hat der Schutz vor Überflutungen eine zusätzliche Dimension. Denn Teile des Landes liegen unter dem Meeresspiegel. Entwässerungsgräben, Pumpen und Deiche halten weite Landschaften trocken. Die größte Gefahr kommt hier vom Meer, in Form von Sturmfluten. Eine Flussmündung ist dabei ein gefährliches Einfallstor. Das bekommen die Niederländer 1953 bitter zu spüren.
In der Nacht zum 1. Februar wütet ein Orkan an der Küste und spült viele der teils maroden Deiche weg. Die Sturmflut reißt ganze Dörfer mit. Mehr als 1.800 Menschen sterben. Es dauert Monate, bis knapp 90 Deiche wieder geschlossen sind. Auch wegen dieser Katastrophe stellten die Holländer 1997 ein gewaltiges Sturmflutwehr fertig. Genau dort, wo der Rhein ins Meer mündet. Einmal pro Jahr proben die Niederländer den Ernstfall. Dann wird das Wehr in die Mitte des Flusses geschwenkt, wo es den Rhein bis in 17 Meter Tiefe abriegelt. Das Bollwerk aus Stahl muss bei einer Flut dem Druck von 72.000 Tonnen Wasser standhalten. Ein gewaltiger Aufwand. Der wird auch deshalb betrieben, weil kurz hinter dem Wehr die Stadt Rotterdam liegt, Sitz des drittgrößten Hafens der Welt. Millionen Tonnen Güter werden hier jedes Jahr umgeschlagen. Weil der Hafen immer weiter wächst, aber kein Land mehr vorhanden ist, haben die Ingenieure einen Plan gefasst, der in seinen Dimensionen an Tulla erinnert. Den Bau von künstlichen Inseln mitten im Meer. Als Baumaterial dient dabei Sand vom Meeresgrund, den Rhein und Maas hier im Lauf der Jahrtausende angespült haben. So entsteht Neuland in der Größe von rund 3000 Fußballfeldern. Platz für Industrieanlagen und Containerterminals, an denen große Frachter be- und entladen werden können. Von hier aus versorgen Schiffe die großen Industriezentren und Metropolen rheinaufwärts mit Waren. Der Rhein ist die wirtschaftliche Lebensader Europas. Deswegen wurde er selbst im Lauf der Geschichte zu einem heiß begehrten Gut. Insbesondere für Deutsche und Franzosen. Im 17. Jahrhundert ist Frankreich die aufstrebende Macht in Europa. Ludwig XIV. Regiert in Versailles. Der absolutistische Monarch will, dass Frankreich wächst, auch nach Osten. Der Sonnenkönig erhebt Anspruch auf die Kurpfalz und damit auf Gebiete links und rechts des Rheins. Er schickt 40.000 Soldaten. Systematisch zerstören sie ganze Landstriche. Sie plündern und brandschatzen am Rhein und verheeren Städte wie Speyer oder Mannheim. Am Ende bleibt die geschundene Pfalz deutsch. Dafür gehen Straßburg und das Elsass an die französische Krone. Der Rhein war über Jahrhunderte ein Zankapfel zwischen Frankreich und den deutschen Ländern am Rhein. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts mit der Französischen Revolution in den folgenden Revolutionskriegen kam aber Frankreich auf ganzer Linie, auf ganzer Front bis zum Rhein und verleibte sich sukzessive die linke Rheinseite ein. Napoleon Bonaparte herrscht damals über halb Europa. Von ihm bekommen die Rheinländer moderne Gesetze und profitieren kurz vom wirtschaftlichen Aufschwung. Strom trennt jetzt Frankreich von den deutschen Kleinstaaten. In der Völkerschlacht von Leipzig schließen sich die zahlreichen deutschen Regionalmächte gegen den Feind zusammen. Ihr Wille zur Einigung ist geweckt. Frankreich muss am Ende alle linksrheinischen Gebiete zurückgeben. Der Rhein ist jetzt ein Symbol für die Liebe der Deutschen zu ihrem Vaterland. Der Rhein wurde zum Sehnsuchtsort verschiedener politischen Strömungen, wie etwa des Liberalismus oder des Nationalismus, die sich ein freies Land, ein deutsches Land, eine Nationalstaat ersehnten, auf der Grundlage einer Verfassung.
Wacht am Rhein. Der Dichter ruft im Lied die Deutschen auf, ihren heiligen Strom bis aufs Blut zu verteidigen. 1870 ziehen preußische Soldaten mit dieser inoffiziellen Nationalhymne in die Schlacht gegen das als Erbfeind titulierte Frankreich und sind siegreich. Zur Bekräftigung des deutschen Anspruchs auf den Rhein wird später das Niederwalddenkmal errichtet, wo von nun an die Germania die Landesgrenzen im Auge hat. Wenn man sich das Niederwalddenkmal anschaut, Germania blickt nach Westen. Man sieht im Westen immer noch den Feind. Man hat über den Feind triumphiert. Nicht umsonst ist ja auch am Niederwalddenkmal die Wacht am Rhein eingemeißelt. Das besagen will, die Germania schützt den Rhein vor dem Feind, den sie im Westen vom erhobenen Posten sozusagen im Blick hat. So wechselt der Rhein innerhalb von 130 Jahren mehrmals den Besitzer. Regionen wie das Elsass werden alle paar Jahre Frankreich und dann wieder Deutschland zugeschlagen. Am Rhein scheiden sich im wahrsten Sinne des Wortes die Geister. Genauso wie die Dichter den Rhein politisch aufladen, romantisieren sie seine Landschaft. Im 19. Jahrhundert findet eine beispiellose sentimentale Verklärung des Rheintals statt. Auslöser für die Romantikwelle ist eine Reise zweier junger Dichter. Sie führt 1802 Clemens Brentano und Achim von Arnim an den Rhein. Das ist der Rhein selbst angesichts dieser Wacherer. Auf ihren Wanderungen tragen sie Märchen und alte Lieder zusammen, die ihnen Einheimische erzählen. Später veröffentlichen sie diese Fundstücke in der Sammlung des Knaben Wunderhorn. Und bei Brentano taucht eine Sagenfigur auf, die bis heute nachwirkt, die Lorelei. In Wacharach am Rheine wohnt eine Zauberin. Sie war so schön und feine und riss viel Herzen hin und machte viel zu Schanden der Männer ringsumher. Aus ihren Liebesbanden war keine Rettung mehr. Eine verführerische Zauberin sitzt auf einem Felsen und betört die Schiffsleute so, dass sie in Scharen im Fluss versinken. Ist das eine lokale Sage? Gab es die Rhein-Sirene wirklich? Woher hat Brentano diese Geschichte? Im Historischen Museum am Strom in Bingen beschäftigt sich ein Mann seit Jahren mit dieser Frage. Matthias Schmandt hat alles zusammengetragen, was die Forschung über die Lorelei weiß. Lorelei bedeutet der Fels, an dem es rauscht und summt, in etwa frei übersetzt. Denn das Wort besteht aus zwei Bestandteilen. Die Lei, das ist hier eine regionale Bezeichnung für Felsen, Schieferfelsen allgemein. Und Lore geht wohl auf ein Verb luren zurück, lautmalerisch lore, lore, lore. Also etwas, wo Geräusche entstehen. Das kann das Wasser sein, was dort über die Untiefen schießt. Das kann aber auch das Echo sein. Das Geheimnis des Erfolges dieses Felsen ist ja zunächst mal die Tatsache, dass dort der Rhein am tiefsten und am schmalsten ist und der Fels, also das gebirgige Engtal, am höchsten. Also zwei Superlative, die da zusammenkommen und natürlich eine Ausstrahlung haben, die man spürt und die man sieht. Schmandt findet Hinweise auf mysteriöse Strudel am Fels. Sogar über unterirdische Gänge, die von Zwergen bewohnt sind, wird in manchen Quellen berichtet. In den Archiven der Burg Rheinfels sollen sich weitere aufschlussreiche Belege finden. Ja, hier haben wir ganz was Interessantes. Ein sehr umfangreiches Bewerbungsschreiben eines Johann Ludwig Knoch aus dem Jahre 1737. Er bewirbt sich da bei dem Landgrafen um die Stelle des Zöllners hier in St. Goar und weist in diesem Schreiben sehr ausführlich nach, wie gut er sich hier auskennt mit dem Rhein und den Strömungsverhältnissen. Das Dokument
gibt uns den zeitgenössischen Zustand des Rheins im 18. Jahrhundert wieder, was sehr wichtig ist, weil der Rhein heute natürlich ganz anders aussieht. Es war eine Situation, die dazu geführt hat, dass Wasser aus zwei verschiedenen Flussarmen hier zueinander kam, hinter einer Sandbank. Da entstanden diese gefährlichen Strudel. Und da sind die Schiffe dann wirklich untergegangen, ganz ohne das Singen einer schönen Frau. Und dieses Dokument zeigt uns diesen vergleichsweise nüchternen Blick auf das Phänomen, dem dann letzten Endes auch die Sage zugrunde liegt. Der Mythos spiegelt also die Gefahren wider, denen die Schiffe an dieser Stelle tatsächlich ausgesetzt waren. Aber woher stammt die Frau? Was wie eine Legende aus grauer Vorzeit wirkt, ist eine Erfindung des Romantikers Brentano und hatte wohl einen ganz konkreten Auslöser. Achim, ja, werter Freund, erinnert ihr euch an die liebliche Wirtstochter Walpurgis? Gewiss doch. Auf seinen Bildungsreisen an den Rhein hatte sich Brentano anscheinend nicht nur mit den lokalen Sagen und Märchen beschäftigt. Es war wohl eine Wirtstochter, die den Dichter später inspirierte. Die Saat ist gelegt. Die Frau wird erfunden und dorthin gesetzt, dass das schließlich den ganzen Fels sozusagen, dass der Fels weiblich wird. Das ist dann nur noch ein kleiner Schritt, der sich von selbst ergibt. Die gefährliche Landschaft, dargestellt durch eine gefährliche Frau. Unzählige Fassungen des Stoffes erscheinen. Am berühmtesten wird das Lorelei-Lied von Heinrich Heine. Der Felsen entwickelt sich zu einer der größten touristischen Attraktionen des Landes. Das gesamte Mittelrheintal wird zum Touristenmagnet. Von 1860 bis 1960 kommen rund 2 Milliarden Besucher. Heute zählt die Gegend zwischen Bingen und Koblenz zum UNESCO-Weltkulturerbe. Wanderungen durch die Weinberge gehören für Besucher zum Pflichtprogramm. Cecilia Jost stammt aus einer Winzerfamilie in Bacharach. Seit 1831 bauen die Josts ihren Wein in Lagen an, die zu den steilsten in Deutschland gehören. Es macht natürlich sehr viel Arbeit, im Steilen zu arbeiten. Wir können sehr wenig nur mit Maschinen machen. Das meiste hier ist Handarbeit. Und manchmal, gerade so bei 30, 35 Grad im Sommer, da denkt man sich schon, das wäre jetzt ja einfacher, wenn drumherum Schatten ist im Flachen und man muss einfach nur geradeaus laufen. Die besondere Geografie der Flusslandschaft machen sich die Winzer zunutze. Das Tal, das der Rhein sich hier gegraben hat, sorgt dafür, dass wir in perfekter Südlage Wein anpflanzen können, dass wir das ganze Jahr über perfekten Sonnenschein bekommen. Dazu die Nähe zum Rhein mit der ausgleichenden großen Wasseroberfläche, die dafür sorgt, dass immer irgendwo ein Lufthauch geht. Das zusammen bringt uns diese tolle Weinqualität. Der süffige Rheinwein aus den Steillagen ist nur mit hohem Arbeitsaufwand zu gewinnen, was ihn oft nicht rentabel macht. Viele Winzer der Region haben ihre Weinberge aufgegeben. Ernteroboter könnten eine mögliche Lösung sein. Das GPS-gesteuerte Modell Geysi etwa transportiert ohne fremde Hilfe die Lesebehälter aus dem Hang. Die Entwickler von der Hochschule Geisenheim haben dabei nicht nur die Technik im Blick. Es ist eine typische Kulturlandschaft,
die, wo man sich Deutschland drunter vorstellt. Die einen sehen die Bayern in den Lederhosen. Und wer vom Rhein spricht, spricht von der Lorelei und von den lieblichen Steilhängen hier und von der Einzigartigkeit dieser Anlagen, die Menschen hier geschaffen haben. Und genau das ist der Punkt. Wir möchten diese Anlagen erhalten. Und das geht nur noch über Mechanisierung. Steillagenwinzer wie Cecilia Joost hoffen, dass sie durch solche technischen Entwicklungen langfristig mit der Konkurrenz im Flachland mithalten können. Sonst droht das historische Erbe des Weinbaus am Rhein eines Tages verloren zu gehen. Der Mittelrhein ist eines der ältesten Weinbaugebiete in Deutschland. Im Kloster Eberbach bei Eltville keltern Zisterziensermönche seit dem 12. Jahrhundert die Trauben, die sie an den Hängen zum Rhein angepflanzt hatten. Ursprünglich wollten sie nur ihren eigenen Messwein produzieren. Doch der Tropfen der Mönche erwies sich bald als begehrtes Handelsgut. Dank engagierter Winzer wie Cecilia Joost gehören die eleganten Weine vom Rhein auch heute wieder zu den Spitzenweinen in Deutschland. Der Riesling und die Auslese, die sie im Familienbetrieb aus den Steillagen gewinnt, haben international große Anerkennung gefunden. Der Rhein als Ort des Genusses und des Reisevergnügens. Schwer vorstellbar, dass die dunkelsten Kapitel des Flusses noch gar nicht so lange zurückliegen. Sie erzählen von Zeiten, in denen er zum Ort der Zerstörung wurde. Etwa als im Zweiten Weltkrieg die großen Industriegebiete an Rhein und Ruhr zum bevorzugten Ziel von Luftangriffen werden. Und aus der Wasserstraße eine Verteidigungslinie. Zwischen Januar und März 1945 kämpfen sich alliierte Truppen durch Belgien und Holland auf deutsches Territorium vor. Zwischen ihnen und dem Sieg über das Deutsche Reich steht der Rhein. Als letztes natürliches Hindernis. Nach den entscheidenden Schlachten an der französischen Kanalküste war der Kampf zwischen dem Deutschen Reich und Alliierten ein Wettrennen um die Brücken am Rhein. Um dem Feind das Vorrücken zu erschweren, befiehlt Adolf Hitler, sämtliche Rheinbrücken zu sprengen. Auch die Hohenzollernbrücke in Köln. Und die Ludendorffbrücke bei Remagen. Als die US-Armee am 7. März die Ludendorffbrücke erreicht, sind die Deutschen gerade dabei, sie zu sprengen. Doch es fehlen mehrere hundert Kilogramm Sprengstoff. Die Brücke hält und die Deutschen ziehen sich zurück. 8000 amerikanische Soldaten gelangen in den nächsten 24 Stunden sicher über den Rhein. Erst 10 Tage später stürzt die Brücke ein. Die Episode in Remagen hat kriegsentscheidenden Charakter. Der Übergang auf rechtsrheinisches Gebiet hatte eine tiefe psychologische Wirkung, sowohl für die Alliierten, die nun endlich ihren Brückenkopf hatten, aber auch für die Deutschen. Einen größeren Fluss gab es nicht mehr zwischen Berlin und der Küste. Da spielte auch die Symbolhaftigkeit des Rheines als deutscher Schicksalsfluss durchaus mit eine Rolle. Bei Kriegsende sind etwa 95% der Altstadt Kölns zerstört. Wie vielerorts beginnen auch im Rheinland schon bald nach der Stunde Null die Aufräumarbeiten. Es sind Orte am Rhein, die beim ersten Schritt auf dem Weg zur Bundesrepublik Deutschland eine entscheidende Rolle spielen. Im November 1949 unterzeichnet Konrad Adenauer das Petersberger Abkommen. Eine Woche später wird Bonn die neue Bundeshauptstadt. Bundeskanzler Adenauer ist gebürtiger Rheinländer. Er wohnt bei Bonn und kann nun praktischerweise mit der Fähre über den Fluss zur Arbeit fahren.
Mit dem Jahr 1945 änderte sich die Sicht auf den Rhein. Der Rhein wurde von einem trennenden Fluss, von einem Zankapfel sozusagen, zu einem verbindenden Fluss. Das war der neuen politischen Ausrichtung, insbesondere Adenauer, zu verdanken. Der Rhein und seine Menschen waren bedeutende Protagonisten einer neuen politischen Ausrichtung, die heutzutage gerne auch Bonner Republik genannt wird. Bald erlangt der Rhein seine alte Bedeutung zurück. Beschädigte Brücken werden wieder aufgebaut, neue für den wachsenden Autoverkehr kommen hinzu. Das Wirtschaftswunder nimmt Fahrt auf und mit diesem der Verkehr auf dem Rhein und die Konjunktur in den Städten an seinen Ufern. Die Wirtschaft blüht. Doch die Kehrseite des industriellen Erfolgs tritt immer deutlicher hervor. Viele Unternehmen leiten ihre Abwässer in den Fluss, ohne Rücksicht auf die Umwelt. An manchen Stellen verkommt der Rhein zur Kloake. Trauriger Höhepunkt der jahrzehntelangen Verschmutzung, die Sandoz-Katastrophe im November 1986. Nach einem Brand in einem Chemiewerk bei Basel spült Löschwasser mindestens 20 Tonnen Giftstoffe in den Rhein. Mehrere Tonnen toter Aale treiben auf einer Strecke von 400 Kilometern auf dem Fluss. Für das gerade einsetzende Umweltbewusstsein ist Sandoz der Weckruf. Es dauert Jahrzehnte, bis sich der Rhein erholt. Endlich setzen sich die Menschen für den Fluss ein, der seit Jahrmillionen ein Lebensspender ist. Besonders die Auenwälder rund um das menschengemachte Flussbett sind es, die man der Natur zurückgeben will. Im derzeit größten Renaturierungsprojekt am Oberrhein trägt man seit 2009 auf einem bis zu 400 Meter breiten Uferstreifen das Erdreich ab, um ihn tiefer zu legen, und bepflanzt ihn. Schon nach kurzer Zeit haben sich unzählige Arten angesiedelt, unter anderem Weiden und Pappeln, die ihre Wurzeln tief in den Rheinkies graben. Auch die Tiere sind zurückgekommen. . 2013 folgt dann bereits die erste Bewährungsprobe. Ein besonders schweres Hochwasser setzt die jungen Auenlandschaften 4 Wochen lang unter Wasser. Jetzt zeigt sich ihr Wert. Wie ein Schwamm saugt die Landschaft die Wassermassen auf. Ein natürliches Hochwasserschutzgebiet, das zugleich vielen Tieren als Biotop dient. Eine der größten Erfolgsgeschichten des Naturschutzes am Rhein lässt sich unter Wasser bewundern. Der Lachs ist wieder da. Von der Nordsee her machen sich die Fische auf und wandern über den Rhein zu den kleinen Nebenflüssen, in denen sie geboren wurden. Bis ins 19. Jahrhundert zogen jedes Jahr Hunderttausende Lachse den Rhein hinauf. Für die Berufsfischer war er der Brotfisch. Doch steigende Umweltverschmutzung und der Bau von Wehren vertrieben den Wanderfisch gänzlich aus dem Fluss. Ähnlich erging es den Stören. Ausgewachsen werden sie mehrere Meter lang und 150 Kilogramm schwer. Seit rund 80 Jahren sind sie aus dem Rhein verschwunden. An der Sieg, einem Nebenfluss des Rheins, hat man viel dafür getan, dass sich immerhin die Lachse wieder heimisch fühlen. 1988 setzte man die ersten Jungfische aus. Heute kehren jedes Jahr mehrere hundert Lachse hierher zurück. Fische, die durch den Rhein aufgestiegen sind. Die Männer des Wildlachszentrums Rhein-Sieg überprüfen den Gesundheitszustand der Tiere und helfen bei der Vermehrung mit. 85.
Wir lassen den überwiegenden Teil der Fische ganz natürlich ins Gewässer aufwandern. Und einen Teil der Fische, das sind 50 Paare, also etwa 100 Tiere, die entnehmen wir und legen damit im Prinzip die Grundlage für die nächste Generation. Die werden in eine Fischzucht gebracht, werden dort künstlich zwischenvermehrt. Und diese Tiere werden dann anschließend wieder ausgewildert. 500 bis 800 Tiere, die heute zurückkommen, sich in einigen Teilbereichen natürlich fortpflanzen. Das würde ich schon als einen Bombenerfolg ansehen. Die Natur hat sich ihren Platz zurückerobert. Eins von vielen Gesichtern, die der Rhein uns stets aufs Neue zeigt. Ob er wild zu Tal stürzt oder gemächlich dahin fließt. Ob er kanalisiert und begradigt ist oder den Menschen als Lebensader dient. Zur wichtigsten europäischen Wasserstraße wurde der Rhein, weil er als einziger Fluss die Alpen mit der Nordsee verbindet. Dort, an der Küste, verliert sich seine Spur im Meer.